Grafen, stupides Büffeln. Viel Arbeit, viel Bibliothek. Anspruchsvoll, zeitintensiv. Langwierig, anstrengend, herausfordernd. Viel zu lernen, BGB, arrogante Studenten. Interessant, abwechslungsreich, innovativ. Spießig, gelehrt, schlau. Langweilig, Stress und Klausuren. Also ich weiß nicht, was man da alles lernen muss, aber wenn ich mir die angucke, immer mit ihren dicken Gesetzbüchern und so. Ja, was lernt man im Jurastudium? Paragraphen auswendig lernen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu acht eine Willenserklärung, jemand stattet und Schläger ohne eigenes Schulzeug eine Kenntnis darum ist, auf alles einer Gerichtsverhandlung mit das Eigentum in anderer Weise, dass jeder Verhalt vor den Ehesachs einer Stabilischen Verständnis vor der Eigentumschicht durch eine Juristen lernen nur Paragraphen auswendig, das ist auch wieder ein Gerücht. Die Juristen müssen einfach nur wissen, wo es steht. Auswendig lernen ist im Jura nur ein ganz unwesentlicher Teil, sondern einfach, man muss sich Sachen in Zusammenhängen sehen und einfach mal selber ein bisschen überlegen. Ich bin Referendar. Ich muss für meinen Richter solche Akten bearbeiten. Und die Urteile, die ich schreibe, werden von ihm teilweise übernommen. Mein Gott, dass die Studenten viele Scheine fertigen müssen, wenn ich sehe, was ich hier jede Woche alles rausgeben muss. Ab morgen, 6 Klausuren in 2 Wochen. Bin ich froh, wenn das vorbei ist. Ich bin im Moment im Referendariat bei der Staatsanwaltschaft. Dort vertrete ich ganz allein kleine Fälle vor Gericht. Jura soll trocken und langweilig sein? Haben Sie etwa noch nie was bei eBay bestellt? Hat man Sie noch nie über den Tisch gezogen? Haben Sie noch nie von Abo-Fallen gehört? All diese Probleme können Sie mit dem Gesetz lösen, wenn Sie damit umzugehen wissen. Und das lernen Sie bei uns im Studium. Hallo, mein Name ist Schönfelder, aber meine Freunde nennen mich Schöfi. Ich bin eine Sammlung der wichtigsten deutschen Gesetze. Grundlage der Juristenausbildung ist das Deutsche Richtergesetz von 1961, zu finden unter der Ordnungsziffer 97 bei meinem kleinen Bruder, dem Ergänzungsband. Alle Juristen, egal ob sie Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen oder hochbezahlte Verwaltungsangestellte sind, haben ein Studium, ein Referendariat und 2 große Prüfungen, die sogenannten Examina, überstanden. Abgesehen von diesen Eckpunkten ist die Ausbildung aber keineswegs einheitlich. Nicht nur, dass jedes Bundesland eigene Vorgaben zu den Inhalten und zur Ausgestaltung der Prüfungen macht, nein, seit 2003 wird ein Teil der ersten Prüfung direkt an der Universität abgenommen, sodass ein Studium sich sogar von Stadt zu Stadt erheblich unterscheidet. Aber beginnen wir am Anfang. Wenn Sie Ihr Abitur bestanden haben, können Sie sich um einen Studienplatz bewerben. Am besten gleich an mehreren Universitäten, denn es gibt keine Garantie, dass Sie auch zugelassen werden. Genommen werden nämlich immer nur die besten Bewerber und Bewerberinnen, sodass ein harter Wettbewerb um die begehrten Plätze besteht. Aber keine Sorge, ein Numerus Clausus besteht nicht, jeder hat also die Chance zu studieren. In den ersten 3 Jahren Ihres Studiums lernen Sie Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht. Das Strafrecht behandelt Fälle von Mord, Diebstahl und Beleidigung. Im Zivilrecht geht es um Fragen wie Schadensersatz, Ansprüche aus Verträgen und andere Streitigkeiten zwischen 2 Privatpersonen. Das öffentliche Recht behandelt einerseits staatsrechtliche Fragen, wie das Zustandekommen von Gesetzen, andererseits auch Fragen des Verwaltungsrechts, etwa wie man einen Führerschein bekommt oder was die Polizei gegen Kampfhunde unternehmen kann. Sie werden jede Woche zwischen 10 und 20 Stunden in der Universität verbringen. Dort haben Sie nicht nur Vorlesungen, in denen ein Professor vor über 100 Zuhörern etwas erklärt, sondern auch Arbeitsgemeinschaften, in denen Sie mit etwa 20 Personen Fälle bearbeiten. Leider ist es damit aber nicht getan. Sie müssen die Studieninhalte selbstständig zu Hause nachbearbeiten, das dauert mindestens weitere 20 Stunden pro Woche. Um Ihren Fortschritt zu überwachen, gibt es die sogenannte Zwischenprüfung. Sie schreiben also Klausuren zu den Themen, die in den Vorlesungen behandelt wurden. Die Vorlesungen laufen nur zwischen Oktober und Februar bzw. zwischen April und Juli. Sie haben also jeweils 2 bzw. 3 Monate, in denen Sie nicht zur Universität müssen. Frei haben Sie dann aber leider trotzdem nicht, denn Sie müssen in dieser Zeit eine praktische Studienzeit von insgesamt 3 Monaten überstehen.
Außerdem müssen Sie an den meisten Universitäten auch Hausarbeiten schreiben und nicht zu vergessen, Sie müssen auch die Vorlesungsinhalte vor- und nachbearbeiten. Die schönen Ferien sind also viel kürzer, als Sie vielleicht denken. Nach ungefähr 2 bis 3 Jahren können Sie sich spezialisieren, wenn Sie denn Ihre Zwischenprüfung bestanden haben. Es beginnt das sogenannte Schwerpunktbereichsstudium, in dem jede Uni versucht, ihren Interessen durch konkrete Themenbereiche entgegenzukommen. Sie können dabei etwa Themen wie Jugendstrafrecht, Völkerrecht oder auch Parteienrecht vertiefen, die im allgemeinen Studium nur kurz angerissen werden. Auch dieser Studienabschnitt endet mit einer Prüfung. Und die Noten, die Sie dort erhalten, gehen unmittelbar auch in Ihre Abschlussnote ein. Vor oder nach der Schwerpunktbereichsprüfung müssen Sie auch eine staatliche Prüfung zu den Inhalten des Grundstudiums absolvieren. Diese findet nicht an der Universität statt, sondern erfolgt bei staatlichen Prüfungsämtern. Es prüfen Sie auch nicht nur die Ihnen bekannten Professoren, sondern überwiegend Richter, Staatsanwälte und Verwaltungsbeamte. Zusammen mit den Ergebnissen der Schwerpunktbereichsprüfung bilden die Noten, die Sie dort erlangen, die sogenannte erste Prüfung. Wer jetzt meint, nach diesen knapp 5 Jahren sei man bereits fertiger Jurist, der irrt sich. Denn nach der ersten Prüfung folgt eine 2-jährige praktische Ausbildung, die komplett außerhalb der Universität erfolgt. Dort muss man Richtern, Staatsanwälten, Verwaltungsbeamten und auch Rechtsanwälten assistieren und echte Fälle bearbeiten. Auch hier wartet am Ende eine Prüfung auf Sie, das sogenannte zweite Staatsexamen. Es prüfen Sie dort ausschließlich Praktika, bearbeitet werden müssen kleine Aktenstücke, aufgrund derer Sie selbstständig Schriftsätze verfassen sollen. Nach rund 7 Jahren können Sie sich dann endlich Volljurist nennen. Nun können Sie sich ohne weiteres auf eine Stelle als Richter, als Staatsanwalt, als Verwaltungsbeamter oder als angestellter Rechtsanwalt bewerben. Oder Sie machen Ihre eigene Kanzlei auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht begegnen wir uns ja mal im Studium. Ich habe sie erwartet.